Herzlich willkommen zurück bei unserem wundervollen Spiel The Inner World, das mein Hirn zerfrisst. Ich überlege so viel, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich mache. Wir haben in der letzten Folge versucht, Robert aus der... Nein, dort wartet Conroy darauf, mich umzubringen. Wir haben letztes Mal versucht, Robert aus der Falle von unserem komischen Windmönch, der da oben haust, zu befreien. Nur haben wir es bis jetzt nicht geschafft. Also suchen wir weiter. Die Brille nehmen wir gleich mal wieder mit. Die brauche ich nicht mehr. Wie, die will ich aber haben? Die Brille des Verrückten. Okay, die kriegen wir nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt den Globus? Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Okay. Vielleicht der Schädel. Hm? Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Ihr vermisst doch euren Kollegen. Oh, oh. Simon, ja? Ja? Ich habe ihn gefunden. Oh, oh. Oh. Nein. Nein. Rasende Verzweiflung. Gern geschehen. Hey, jetzt braucht ihr doch den Globus nicht mehr, oder? Ja. Hier, nimm. Simon! Danke. Sie ist ganz schön gemein. Sie hat Simons Kopf getauscht gegen den Globus. Die ist schon echt bösartig. So. Jetzt würde ich doch mal bitten, dass... Gutes Beispiel von... Bringt nichts. Na gut, dann vielleicht das? Nicht rumblödeln. Ich muss... Irgendwie muss ich doch noch hier den... Den Kanister mit dem Moor füllen. Weil die Maschine müssen wir ja noch drehen. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Genau. Und jetzt wahrscheinlich den Globus. Nein, das bringt nichts. Bringt nichts, okay. Was mache ich mit dem Globus? Nein, sie sollen in Ruhe Wiedersehen feiern. Oh, bist du nett, Laura. Was machen wir denn? Achtung, was steht da? Achtung, gefährliche Fallen. Ach so. Die Aussicht. Nein, dort war... Die Welt wird immer dunkler. Okay, Bremsspur. Schieb, so hat mich Papa früher auch manchmal genannt. So. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Wir müssen also doch irgendwie ins Baumhaus rauf und was Nützliches tun. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht müssen wir mit dem Globus irgendwas bewerfen? Keine gute Idee. Netter Einfall. Nicht rumblödel. Nein, hier kann ich nirgendwo vor diesem schießwütigen Irren in Deckung gehen. Okay. Gutes Beispiel von... Netter Einfall. Bitte was? Nein, nicht mit bloßen Händen. Ah, man kann ihn öffnen. Globus helfen. Ich könnte sie aneinander schlagen und das Geräusch eines galoppierenden Pferdes imitieren. Toll. Aber was sollte mir das bringen? Okay, jetzt ab. Jetzt her mit dem Moos. Was soll das bringen? Vielleicht das da? Jihau! Jetzt ist es wie ein Schwamm. Geflickte Globushelm. Die Brunnen sind abgedichtet. Okay. Runter zum Waldrand. Armer Robert. Der muss noch ein bisschen hängen. Dass er noch nicht rot geworden ist, wundert mich. Hängt doch schon seit knapp einer Dreiviertelstunde. So, bitte einmal. Jetzt aber zackig. Eine Schale mit stinkendem Moorwasser sollte genügen. Ja, und die andere nehmen wir mit dem... Ja... Doch. Hier, zackig.
Keine gute Idee. Warum nicht? Ich brauche doch den Schlamm. Mann. So, einmal bitte rein. Der Tank ist voller Honig. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, Honig in einen Tank zu kippen? Meine Hand passt hier. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Mit dem Schilfrock. Den Honig. Lecker. So, jetzt aber. Da gehört Schlamm rein. Eine Mischung aus Moorwasser und Sand. Das ist ja fast. Ja, aber du wolltest ja den blöden Sand nicht. Blöde Kuh. Ah. Mit bloßen Händen kann ich. Hey, eine Goldader. Ach nein, es ist nur Sand. Jetzt hab. Toll, Schlamm. Und jetzt? Ganz so dumm kannst du ja wohl nicht sein. Hm? So. Los. Ab zurück. Wald. Dass wir die Maschine endlich mal tüchtig machen hier. Zacki! Betankt und abschussbereit. Jetzt zeigt sie irgendwie. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Jetzt zielt sie auf den verrückten. So. Oh, oh. Oh, oh. Meine Güte! Sie hat es tatsächlich geschafft. Die Putzfrau hat unsere Maschine repariert. Denkt ihr auch, was ich gerade denke? Ich denke schon. Ja, Fiona ist ein wunderschöner Name für einen Hund. Oh Mann. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Nun fehlen uns aber noch zwei Werte. Hoppla. Ich glaube, ich muss vorsichtiger auf den Auslöser drücken. Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Jetzt zieht. So, dann schauen wir doch mal. Ah, Mann. Der Blödmann. Das hat wohl nicht funktioniert. Wie kann ich den ablenken, dass der. Dass wir die Daten kriegen. Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich. Das sieht. Okay, wir haben einen Fall. Ab ins Baumhaus. Zacke, 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 ab nach oben. So. Und was machen wir jetzt? Ernsthaft?
Hä? Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, ist es. Bitte was? Nein, nicht... Ernsthaft? Nein, das bringt... Leider zu weit weg. Er ist zwar schwerhörig, aber warum sollte ich ihn reizen? Hm? Bauen wir es mal wieder zusammen. Der Zeigestock passt genau in das andere Ende. Das weiß ich doch, dass das passt. So, wir nehmen ihm jetzt mal hier sein wundervolles Ding weg. Nein, das bringt nichts. Wie, das bringt nichts? Was mache ich denn jetzt mit dem blöden Pfeil? Ah, wir könnten den Pfeil unten... Hä, was macht sie denn jetzt? Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Komm, Laura. Mach mal hier ja. Wieder was. Nein. So, jetzt auch. Zum Waldrand. Wir schießen den Pfeil auf das blöde Vieh. Vielleicht geht er dann mal weg, hä? Probieren wir es wenigstens. Vielleicht funktioniert es ja. Hm? So. Tada. Langsam ist es Verzweiflung, ja, oder? Ja, ist es. Was kann man mit der Wollmaus machen? Die hängt zu weit oben. Okay, dann mach's halt so. Langsam ist es Verzweiflung. Da ist noch Honig drin, aber mit bloßen Händen bekomme ich den da nicht raus. Was? Die arme Wollmaus. Mal abgesehen davon passt das Mistvieh da gar nicht rein. Ah, es funktioniert sogar. Igitt. Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Naja. Der soll es nicht wieder fressen. Blöd, Mann. Hm. Das hat... Ja... Nein. Netter Einfall. Wollen wir nicht die Brille? Die brauche ich. Natürlich wollen wir nicht die Brille. Nicht anfassen. Das ist ja echt bitter. Komm, wir bewegen sie noch mal. Jetzt zieh... So, bitte einmal. Wenn ich drauf... Ja, das kennen wir schon. So. Okay. Hm. Das hat wohl nicht funktioniert. Wir müssen also irgendwie versuchen... Keine gute Idee. Ernsthaft? Irgendwie müssen wir versuchen. Das Vieh hier wegzubringen. Ich muss dich noch mal was fragen. Monster! Hey! Das Papier. Hast du hier zufällig einen Papierflieger vorbeikommen sehen? Weiß? Gefaltet. Bestehend aus Papier. Ja? Genauso einen habe ich gerade eben verschluckt. Warum verschluckst du denn Papierflieger? Sind sie immer so indiskret? Was? War das eine Beleidigung? Na, was soll ich sagen? Papierflieger sind eigentlich nicht meine Leibspeise. Aber ich folge, wie alle meine Artgenossen, einem Impuls, der mir das Fressen von kleinen fliegenden Objekten befiehlt. Das bedeutet... Das bedeutet, ich kann nicht anders. Kannst du das einfach lassen?
Ich will die Flieger ja gar nicht essen. Ich meinte das Rumgeschwafel. Hör auf damit. Du machst damit Forschungsergebnisse kaputt. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich unterstütze die Wissenschaft. Das tue ich wirklich. Aber ich kann einfach nicht anders. Warum isst du nicht irgendwas anderes? Sehen Sie irgendetwas Fliegendes in der Nähe? Ich könnte dich mit Steinen bewerfen. Ich denke, da passe ich. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen. Glauben Sie nicht, dass ich die Knisten... Wow. Okay. Hm? Nie im Leben fasse ich das an. Jetzt ist die Stirn nicht mehr so trocken. Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey. Schade, hätte er sein können. Wow. So. Der ist auch irgendwie eklig. Er leckt seine Füße, seine Augen einfach ab. Das Schild kennen wir. Okay, das kennen wir alles. Wir gehen noch mal in den Wald. Und hoffen, dass es einfach mal lässt. Ein roter Knopf. Wenn ich drauf drücke, schießt diese seltsame Maschine einen Papierflieger in den Wald. Der schießt immer noch das Zeug ab. Das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt zeigt sie irgendwo den Wald. Jetzt. So, vielleicht lässt das ja jetzt mal sein. Ja, lass es, lass es, lass es, lass es. Oh. Das hat... Zum Waldrand. Irgendwas hat das mit der Wollmaus zu tun, da bin ich mir fast sicher. Weil wofür sollen wir denn sonst die Wollmaus... Ach, die Wollmaus könnten wir verwenden, um das Horn da oben zu dingsen. Ah. Probieren wir das doch mal. Das ist doch eine gute Idee, oder? Was sagt ihr dazu? So, bitte einmal. Hier einmal. So. Der hört jetzt nichts mehr. Hey, ich bin jetzt hier. Und ich bin hier. Aber was bringt uns das? Kannst du mal aufhören zu meckern? Ich werde dich da schon runterholen. In welchem Zustand liegt an dir? Okay. Ich komme nicht ran. Da hat sie ein neues Zuhause. Gut. Mal schauen, ob er es jetzt immer noch sieht, weil er muss es ja eigentlich, er hört es ja nicht mehr, er ist blind. Das heißt, jetzt eigentlich, nein, wir wollen nicht zum Haus, sondern erstmal darüber. Wir lösen, wir müssen erst das Ding umstellen. Jetzt zielt sie auf den... So, mal schauen. Juhu! Ein weiterer Papierflieger. Wie schön. Ein hervorragendes Exemplar. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Okay, schauen wir mal an. Aber es fehlt immer noch einer. Seht euch die Charta an. Die Windwirbel scheinen uns etwas sagen zu wollen. Nicht an... Das ist ja echt... So, jetzt brauche ich irgendwie Pfeil und Bogen oder so. Das heißt, wenn ich mir
aus dieser komischen Wäscheleine, aber die will sie ja nicht anfassen. Wie kann ich... Mal auseinander. Weil den Zeigestock könnte ich rein theoretisch biegen. Die Frage ist nur, wie kriege ich diese blöde Wäscheleine runter? Mal sehen, was man damit... Bitte was? Nein, nicht mit... Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, ich will ja eigentlich nur einen Bogen draus bauen. Keine gute Idee. Halt durch, ich bin gleich bei... Hey, Laura, du kommst, um mich zu retten. Nicht so laut. Willst du, dass der Verrückte uns abknallt? Er ist zwar schwerhörig, aber warum sollte ich ihn... Brustbeutel ist auch nicht mehr. Ich brauche diese Wäscheleine. Die Frage ist nur, wie kriege ich... Sonst ist da nichts mehr in der Brust. Wie kriege ich die Wäscheleine? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Hä? Nein, da... Warum bringt das nichts? Okay. Wir brauchen eine Art Messer, um dieses Ding abzuschneiden, nehme ich an. Die Frage ist nur, wo finden wir das? Einmal Honig reicht. Einmal... Nie im Leben fasse ich das an. Jetzt ist die Stirn nicht... Kann ich so nicht mitnehmen. Der rinnt mir durch die Finger. Ernsthaft? Langsam ist es Verzweiflung. Hm? Ja. Irgendwas. Irgendwas fehlt. Ich weiß nur nicht, was. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber ich sehe hier gerade, Leute, wir werden das erst in der nächsten Folge rausfinden, was wir machen müssen, denn wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich hab euch lieb. Tschüssi.